Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Heute gibt es mal wieder Schleim für euch. Und zwar diesmal aus Stärke, Shampoo und Babypflegeöl. Also total einfach, drei super simple Zutaten. Und ich mache sogar richtig viel heute. Ich nehme einmal die gesamte Packung Speisestärke und gebe dann Shampoo dazu. Und zum Schluss, wenn das Ganze dann richtig schön zäh geworden ist, kommt dann das Pflegeöl dazu. Ich habe dafür hier meine große Rührschüssel. Komplett aus Glas, damit ihr auch richtig gut zugucken könnt. Und als erstes mache ich einmal die Speisestärke auf. Komplett leer. Das waren insgesamt 400 Gramm. Jetzt kommt Shampoo dazu. Ich habe jetzt erstmal nach Gefühl Shampoo dazugegeben. Vielleicht muss noch ein bisschen mehr rein. Sieht alles noch ziemlich trocken aus. Ich habe hier jetzt super viel Schleim und er hat noch eine sehr klebrige Konsistenz, wie ihr seht. Ups, jetzt ist sogar hier mein Rührspatel da drin stecken geblieben. Und jetzt gebe ich das Babyöl dazu. Erstmal nur ein bisschen. So, nach einigen Minuten Rühren und Kneten ist mein Schleim dann fertig und ich muss sagen, es ist richtig viel geworden und der ist auch super cool. Ich nehme ihn jetzt mal aus der Schüssel raus und lege ihn auf den Tisch. Ich habe einmal Handschuhe angezogen, meine Hände waren nach dem Händewaschen noch so ein bisschen feucht und dann klebt der Schleim leider ein bisschen. Aber an den trockenen Handschuhen ist das kein Problem. So, endgültig habe ich ihn dann hier auf dem Tisch und es ist wirklich, wow, es ist so viel und man kann ihn richtig schön hin und her kneten, man kann ihn reißen und ja, er zerfließt nach einer Zeit auch, er ist relativ fest, muss ich sagen, aber total witzig. Ich habe jetzt leicht feuchte Hände, deswegen klebt er gerade ein bisschen, aber ich glaube, mit trockenen Händen ist das überhaupt kein Problem. Ich habe es mir gerade nach dem ganzen Kneten einfach einmal gewaschen. Und ja, es ist einfach total cool. Es macht super viel Spaß und er riecht auch richtig schön nach dem Shampoo. Ich habe ja dieses Frucht- und Vitamin-Shampoo dafür verwendet. Und ja, also mir hat super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Und wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen, Wünsche habt, alles einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Tschüss!